Hallo zusammen, heute geht es um Bootskühlschränke. In Booten, kleinen Booten, so bis 8 Meter, haben wir sehr oft solche Kühlschränke verbaut. Relativ kleine, mit hier 51 bzw. 42 Liter Inhalt. Kleine Türe für 1,5 Liter Flaschen und hier so ein Eisfach. Von der Hinterseite, wir haben Modelle, die haben die Kühlmaschine hier hinten, entweder unten oder oben oder über die ganze Länge. Oder wir haben wie das Modell hier die Kühlmaschine extern. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass dieses Aggregat, wenn man das von der Seite anhängt, hier hinten so wie ein Rucksack angehängt ist. Wenn ihr so einen Kühlschrank besitzt, ist es auch teilweise möglich, dass diesem 42 Liter Modell, das 51 Liter Modell, die beiden Geräte sind gleich breit, gleich hoch, hinten reinzuschieben, weil im Booten, oder ihr kennt die Bootsrümpfe, die sind dann so, da hat es hinten noch ein bisschen Platz, dann kann man das Aggregat hier hinten hinmontieren. Zum Beispiel mit diesem Aggregatbefestigungswinkel, der kommt hier hinten an den Kühlschrank und das Aggregat wird hier hinten draufgesetzt. In Booten haben wir auch meistens das Thema, die liegen sehr viel am Lande, in Häfen, und die haben 230 Volt. Also es gibt hier bei beiden Geräten die Option, dass sie nicht nur auf 12 Volt laufen, sondern mit 12 und 230 Volt mit einer Vorrangschaltung. Das heißt, wir haben dann nicht nur ein 12 Volt Kabel dran, sondern auch ein 230 Volt Kabel. Wir können beide einstecken. Sobald wir 230 Volt einstecken, hängt das 12 Volt weg und das 220 Volt wird dazu geschaltet. Der Kühlschrank läuft über 220 Volt. Und wenn der Stecker vom Landstrom rausgesteckt wird, schaltet es zurück auf 12 Volt und der Kühlschrank läuft weiter. Bei diesem Kühlschrank, haben wir vorher schon gesehen, haben wir hier oben ein kleines Eisfach, den gibt es nur in dieser Version. Und der hier, den gibt es auch mit dem Eisfach. Das ist dann der 46N normal. Oder wir haben einen, der hat kein Eisfach. Und hier bringe ich natürlich die Literflasche hier stehend rein in die Türe. Oder ich kann das Kühlschrank rausnehmen und ich bringe diese Flaschen hier so rein, wenn ich sehr viele Getränkeflaschen habe. Bei diesem Kühlschrank bringe ich diese Getränkeflaschen hier, die 1,5 Liter Flaschen, nicht stehend rein. Ich muss sie also in der Tür versorgen. Und so wären sie auch weg. Hier ist einfach der Vorteil, ich habe das Eisfach weniger und durch das viel mehr Volumen. Die Frage ist immer, braucht ihr ein Eisfach? Nein. Im Bootsektor ist das Thema Kältespeicher noch ein Thema. Kältespeicher sind Kühlakkus, die unter den Elementen verbaut wird. Ich sag mal, als ich angefangen habe, da war die Elektrik auf Booten relativ gering. Da hat man sehr viel mit Speicherplatten gearbeitet, auch auf Segeljachten. Heute habe ich Lithiumbatterien, ich habe vernünftige Ladegeräte, ich habe Solar, die ich auch auf einem kleinen Boot installieren kann. Und so sage ich, weg vom Speicher, direkt zum Direktverdampfer, und so habe ich direkt die Kühlung, weil beim Speicher war auch das Thema, hatte ich den Speicher hier unten drin,
dann ist mir das Tiefkühlfach aufgetaut. Also von dem her, lieber mehr Volumen. Und diejenigen, die schon einen Kühlschrank haben, mit so einem kleinen Eisfach, frage ich immer, habt ihr da was drin in den letzten 10 Jahren? Die meisten sagen, nee, das ist immer leer. Lieber ein Kühlschrank ohne Eisfach, dafür mit mehr Volumen. Wir gehen zur Stromversorgung. Wir haben hier das 12 Volt, hier das 12 Volt und jetzt diese Leitung im Boot. In Booten, in älteren Booten ist das eher meistens vernachlässigt. Da sind meistens relativ dünne Kabel drin. Das ist ein 2,5 Quadrat. Dann geht das quer durchs Schiff und zurück und hin und ja, da kann man ein 5 Meter Boot auch mal locker 30 Meter Kabel finden. Alles schon erlebt. Und dann funktioniert der Kühlschrank nicht richtig. Also die Länge von der Batterie über den Hauptschalter, Zwischenschalter, Sicherungen, alles was dazwischen ist, bis zum Kühlschrank. Diese Länge in Meter sollte dem Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Weil wir haben das Problem bei diesen Kühlschränken, die haben einen Unterspannungsschutz. Das ist kein Problem, das ist sogar gut. Sobald die Bleibatterie halb voll ist, schaltet der Kühlschrank ab. Punkt, dass die Bleibatterie nicht entladen wird. Wenn ich aber dünne Zuleitungen habe und ich habe auf der Batterie 12 Volt und ich habe 2 Volt Spannungsabfall, dann habe ich hier am Kühlschrank nur noch 10 und der schaltet bei 10,5 Volt aus. Also muss ich an sich die Leitung machen, dass er nicht abschaltet. Oder ich kann den Spannungsabfall messen, wenn hier kein Strom da ist. Also wenn ihr einen Kühlschrank habt und der geht nicht oder geht nicht immer, immer zuerst die Spannung kontrollieren. Das ist leider auf Booten eher ein Problem, dass ich oxidierte Klemmen habe, vor allem im Frühling, wenn ihr den Kühlschrank in Betrieb nehmen sollt. Ich mache euch hier ein Störungsvideo über den Spannungsabfall und hier ein Video über Lithiumbatterien auf Booten. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.